Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck. Herzlich willkommen zur 53. Episode der Kirchensprache an Weihnachten, 26. Dezember 2021. Mein Name ist Pastor Martin Weber. Frohe Weihnachten wünschen wir. Schulseelsorger Christoph Moormann hatte zusammen mit der Janusz-Korczak-Schule, dem Goethe-Gymnasium und Oliver Fietz in der Mauritiuskirche ein Weihnachtsmusical organisiert. Daraus hören wir jetzt einen Teil der Weihnachtsgeschichte. Gut gemacht. Harter Kern und ein Herz weich wie Butter. Und deshalb strahlen deine Augen also. Aber nein, das war noch längst nicht alles. Du machst uns neugierig. Das junge Paar ging also weiter zum Stall. Ich hinterher, zeig ihnen ihren Platz, hole noch Heu, Stroh und frisches Wasser. Danke, guter Mann, wir danken Ihnen sehr. Vielen Dank und Ihnen eine gesegnete Nacht. Gute Nacht. Ja, Maria, der Höchste achtet auf uns. Sei auch du ganz unbesorgt. Vor einer Woche war St. Ludwig mit der Sonntagsmesse auf der Eisbahn. Marie-Therese Himmstedt berichtete für die Kirchenzeitung Kirche und Leben. Kirche on Ice bei Ib on Ice. Zum coolsten Gottesdienst im Münsterland hatte die Gemeinde St. Ludwig eingeladen. Und zwar erstmals auf die Eisbahn Ib on Ice in der Innenstadt von Ibbenbüren. Es ist mal eine andere Art, den Gottesdienst zu feiern, und ich glaube, dass das auch in, das ist meine Meinung, dass es in Zukunft so sein wird, dass die Kirche mehr zu den Leuten hingehen muss und die Leute von da aus abholen und nicht mehr, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Leute einfach in die Kirche kommen. Also ich denke, man muss einfach mit der Zeit gehen und den Leuten was anderes bieten. Ein Teppichbootschutz gegen die Rutschgefahr, und für die Vortragenden der Fürbitten gab es Schoko-Nikoläuse. Ein warmherziger Gottesdienst auf kaltem Boden. Zum Abschluss durften die Kinder noch eine Stunde kostenlos Schlittschuh laufen und die Eltern und Besucher unter 2G an den Ständen Mittagessen. Auch so geht Kirche, Beziehung stiften mit guten Ideen. Christoph Moormann, ebenfalls für Kirche und Leben, mit einem schönen Gedanken zu Weihnachten. Hey, warte mal. Es ist kein Zufall, dass Gott zur Volkszählung Mensch geworden ist. Er wollte mitgezählt werden. Und du? Gott zählt auf dich. Frohe Weihnachten. Alles Gute dir. Pater Reinhold Becker ist am letzten Sonntag in Trier 90 Jahre alt geworden. Ja, 60 Briefe. Und dann 30 Weinflaschen. Aber voll, ne? Ja. Wie habt ihr denn gefeiert? Ja, nicht groß. Wir sitzen sowieso zusammen und haben ein bisschen gegessen, getrunken abends. Und dann, wir feiern ja jetzt die Feiertage immer abends. Sitzen wir was zusammen, dann haben wir auch was zu trinken dann da. Und dann während der Woche sitzen wir zweimal zusammen abends. Dann habe ich einen ganzen Vorrat für ein ganzes Jahr dann. Sonst alles gut in Ordnung. Der Kopf sitzt noch drauf. Es geht noch. Und ich habe, also wie gesagt, Kontakt mit vielen Leuten aus der Pfarrei. Und viele haben auch angerufen, weil es hier in der Zeitung stand. Daraufhin haben auch einige, die mit denen ich so noch keinen Kontakt habe, haben die auch angerufen, einen Brief geschickt.
Ja, wir feiern unter uns hier, nicht unten in der Kirche, sondern unter uns hier oben. Ne? Das die Messe, die dauert aber auch dann eine Stunde. Und dann haben wir Musik dabei, der Superior hat also ein Gerät, wo die Musik rauskommt und dann da wird gesungen und gespielt und so weiter. Und die Frauen, die uns versorgen, die Pfleger und dann die Frauen von der Küche, die haben uns wirklich verwöhnt. Besondere Mahlzeiten, allen Mahlzeiten sind die da, versuchen das Schöne, was Schönes für uns zu machen. Schmeckt immer lecker. Wir sind froh, dass wir noch leben, dass wir noch ein Jahr, ein neues Jahr anfangen können. Wir waren 14 weiße Väter hier, jetzt sind wir nur noch 10, 11. Wir sind zwischen 3, 4 gestorben. Der Älteste, der hier war, der ist mit 102 Jahren, der ist auf 3 Wochen gestorben. Jetzt bin ich der Älteste. Ich habe schöne Bilder von der Krippe bekommen. All die Erinnerungen und die Päckchen und alles, was da so kommt, ist schon schön. Viele Grüße an alle. Kirche in 1 live. Heute Abend liegen unter unserem Weihnachtsbaum keine Geschenke. Okay, das war gelogen. Meine Tochter bekommt natürlich was, aber der Rest geht leer aus. Wir kommen zwar nicht drum rum, das ist ja nur eine Kleinigkeit, Geschenke zu schenken, aber sonst haben wir in meiner Familie das Schenken zu Weihnachten eingestellt. Und das finde ich richtig gut. Allerdings gehen wir alle natürlich nicht leer aus. Anstelle von Sachgeschenken schenken wir uns nämlich Zeit zusammen. Das heißt für uns, dass wir im nächsten Jahr alle gemeinsam einen Tag verbringen, an dem wir sozusagen Weihnachten nachfeiern. Dies Jahr war das super lustig. Wir sind im Oktober mit einem Bollerwagen, reichlich Glühwein und jeder Menge Weihnachtsschmuck an Mensch und Fahrzeug um die Häuser gezogen. Wir hatten einen richtig schönen Tag und das Wichtigste, wir waren alle zusammen, als Familie. Ich könnte jetzt noch abschweifen und stundenlang argumentieren, dass Geschenke im Hinblick auf unser Konsumverhalten ja sowieso kritisch sind und so weiter, aber weil heute Heiligabend ist, spare ich mir das. Dafür nutze ich aber die Gelegenheit und wünsche euch von Herzen frohe Weihnachten. Lasst euch nicht stressen und bleibt gesund. Julia Fischer, Köln. Ein Beitrag der katholischen Kirche. 1 live. Kirchensprache der katholischen Gemeinden in Ibbenbüren und Brochterbeck.